Opernausbildung ist ein total komplexes Thema. Natürlich ist die Basis immer der Gesang. Darüber hinaus wird aber heute von Sängerinnen und Sängern erwartet, dass sie auch eine szenische Befähigung haben, dass sie in der Lage sind, Arien zu gestalten, sich auf der Bühne gut zu bewegen und so weiter. Und das schlägt sich jetzt mittlerweile bei uns auch extrem im Unterricht nieder. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen sehr praxisorientiert sein. Das heißt, die haben sehr früh die Möglichkeit, in ein Opernstudio zu gehen oder in kleinen Rollen an der Oper Köln oder an der Oper Bonn aufzutreten. Dann natürlich die Opernstudios in Gelsenkirchen und hier in Aachen haben wir eine Kooperation mit dem Theater und unsere Studenten können da sozusagen sich erproben. Music life is truly international, and so we not only have teachers from all over the world, but we welcome students from every country to our institution. We feel that that enriches not only the studies, but it enriches people's experiences. And it enriches how people learn how to interact with different cultures, because that is something that's going to be essential to be successful in musical life. Ich bilde junge Komponisten aus, die sich spezialisieren im Bereich Multimedia im weitesten Sinne. Heute geht es um die ganze Bandbreite der medialen Kunst, vom Internet über Video, Interface-Technologie. Wie soll eine Tanzausbildung heute aussehen oder auf was soll sie vorbereitet? Das eine ist die technische, also im engeren Sinne technische Komponente, dass die Körperlichkeit möglichst stark ist im Sinne von technischer Virtuosität inklusive der somatischen Techniken auch. Und das andere könnte man sagen, die Persönlichkeitsentwicklung, also in ganz unterschiedlichen Kontexten funktionieren zu können mit unterschiedlichen Kolleginnen im Feld, sowohl Kompanien als auch im freiberuflichen Bereich, sehr unterschiedlich funktionieren und agieren zu können. Besondere ZZT ist zum einen, glaube ich, hier bei uns der Wechsel von Semester- und Projektphasen. Mitunter kommt es auch vor, dass denn die Studierenden selbstständig arbeiten und das ist natürlich unglaublich wertvoll, innerhalb der Institution da Agierfelder und Probierfelder zu haben. Wenn Sie zum Studium an die Hochschule kommen, werden Sie garantiert auch musikwissenschaftliche Veranstaltungen besuchen. Uns begegnet man entweder in Vorlesungen zur europäischen Musikgeschichte, von der Antike bis zur Gegenwart, oder in speziellen Ringvorlesungen am Abend, wo auch Gäste kommen aus verschiedenen Bereichen. Wir sind dabei auch sehr exkursionsfreudig. Die Hochschule hat ja auch eine Dependance in Italien, in Montepulciano, wo einige Seminare stattfinden. Oder wir reisen auch einfach mal in andere musikhistorisch interessante Städte, um dort Musikgeschichte kennenzulernen. Von daher ist das Feld sehr breit aufgestellt. Wir haben seit diesem Wintersemester einen neuen Schwerpunkt in Wuppertal, und zwar das Studium Individuale. Das heißt, dass jeder Student das für ihn Wichtige im Moment auch belegen kann an Zusatzfächern, die über sein eigenes Hauptfach und über die normalen Grundvorlesungen rausgehen. Man muss lernen, sich selbst zu managen, seine Schwerpunkte rauszufinden, seine Stärken auch und die im Studium zu entwickeln. Wenn man sich die Konzertprogramme anschaut, dann darf man sagen, Köln ist tatsächlich ein Zentrum der alten Musik. Denn sehr viele Aufführungen finden auch mit historischen Instrumenten statt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ensemble, die einen Schwerpunkt auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts gelegt haben. Und die Lehrenden der Hochschule sind selber Mitglieder international anerkannter Ensembles. Die Jazzabteilung hier an unserer Hochschule ist meines Wissens die älteste und auch größte in Deutschland. Wir achten auch darauf, dass die Leute schon sehr, sehr früh sich mit der Szene außerhalb der Hochschule in Kontakt setzen. Und da Köln eine interessante Szene hat und auch eine interessante Stadt ist, bleiben eigentlich die meisten Leute hier und die Jazzszene wird immer größer. Wir haben kein festgelegtes Studienprofil. Wir sind zwar Bachelor und Master, aber die Profile sind so individualisiert, dass die Leute sich im Grunde ihre Studienkarriere, wenn man so will, selber zusammenbauen können.
Das hat zur Folge, dass die Leute, die bei uns rauskommen, ganz unterschiedlich sind und dementsprechend eigentlich sich in der freien Wildbahn eigentlich sehr gut behaupten können. Die Musikpädagogik ist ein selbstverständlicher Bestandteil der hochschulischen Ausbildung. Es ist ein Bereich, der eigentlich fast alle hier betrifft, weil die meisten Menschen, wenn sie das Haus verlassen, auch als Lehrende tätig sind. Aber sie hat besondere Bedeutung in den Studiengängen, die explizit auf den Lehrberuf abzielen, nämlich die elementare Musikpädagogik, die Instrumental- und die Gesangspädagogik und das Lehramtsstudium. Die Musikpädagogik ist eine anwendungsbezogene Wissenschaft oder Disziplin. Das heißt, es ist selbstverständlich, dass wir die Berufsfelder, die zukünftigen, unserer Studierenden im Auge haben und behalten. Das bedeutet, es gibt sehr viele Kooperationen zu Schulen, Musikschulen, zu Konzertveranstaltern, zu Musikvermittlern im weitesten Sinne. Somit auch eine große Anzahl an Projekten, in die Studierende eingebunden sind und in denen sie sich schon erproben können, jetzt während des Studiums. Die Bläserausbildung beschränkt sich nicht nur auf den Standort Köln, wo wir 8 hauptamtliche Professoren haben, sondern sie wird auch in Aachen und Wuppertal, unseren beiden Standorten, gepflegt. Unsere Studenten sind seit Jahren schon sehr erfolgreich in den verschiedenen Arten von Orchesterprobespielen, sowohl bei Praktika, bei Volontariaten wie auch festen Aushilfen in sehr guten Orchestern zum Teil. Und für die Studenten einfach auch attraktiv ist, dass hier ihre Vorgänger studiert haben und sie dann hoffentlich auch in Zukunft mal so eine Stelle erringen können. Bruckners 9. Sinfonie im Dom, Singer-Songwriter-Slams in der Kneipe, neue Musik beim 8-Brücken-Festival, alte Musik als lebendiger Ausdruck von Gegenwart, hochkarätige Opernaufführungen in Köln und Aachen, Mandoline in Wuppertal, zeitgenössischer Tanz als Motor der Kölner Tanzszene, hochkarätige Forschung und in die Gesellschaft hineinwirkende Musikpädagogik. Das alles und noch viel, viel mehr sind wir, die Hochschule für Musik und Tanz Köln.